Nichts tun ist einfach schon richtig nice. Allerdings ist es fast unmöglich für unser Gehirn auch nichts zu tun. Denn selbst wenn wir entspannt in der Sonne dösen, ist unser Gehirn immer aktiv. Weil die Präsentation für Montag ist halt auch einfach noch nicht fertig. Und ich sollte schon meine Oma mal wieder anrufen. Und wenn ich wirklich heute Abend Lasagne essen möchte, dann muss ich jetzt nochmal einkaufen gehen. Diese Art von Denken nennen Psychologen reizunabhängiges Denken, weil wir, also unser Körper, gerade so entspannt ist, dass wir gar nicht auf unsere Umgebung achten müssen und unser Gehirn deswegen Kapazität hat, an Lasagne zu denken. Die Psychologen schätzen auch, dass wir ungefähr 50% unseres Wachzustandes mit Tagträumen, also reizunabhängigem Denken, verbringen. Aber warum ist es denn so kompliziert für unser Gehirn, nicht zu denken? Was geht da eigentlich vor? Aber um zu verstehen, wie Tagträumen letztendlich funktioniert, müssen wir zuerst verstehen, wie unser Gehirn überhaupt arbeitet. Das Gehirn ist unsere geheime Wunderwaffe. Es kann eigentlich fast alles. Es kann die Welt um uns herum wahrnehmen und verstehen. Es kann unseren Körper bewegen oder gar Französisch reden. Und um all dies zu tun, gibt es verschiedene Regionen im Gehirn, die eine von diesen Sachen besonders gut können. Jede Region hat ihre eigene elektrische Aktivität und kann für sich selbst arbeiten. Ganz ähnlich wie die Instrumente in einer Band. Jeder kann für sich selbst echt gute Musik machen. Beim Tagträumen jedoch kommt es nun zum Gig. Das heißt, die Instrumente oder die Gehirnregionen spielen jetzt zusammen. Biologisch gesehen heißt es, die Gehirnregionen synchronisieren ihre elektrische Aktivität. Diese Regionen sind zum Beispiel unsere Erinnerungsdatenbank. Eine Region, die Dinge verarbeitet, die wir sehen. Eine andere Region, die Dinge emotional bewertet und eine, die Dinge kognitiv bewertet. Diese Regionen bilden beim Tagträumen das Default Mode Network. Denn dieses Netzwerk ist immer dann aktiv, wenn wir nichts tun oder nur etwas, was extrem langweilig oder routiniert ist, zum Beispiel Zähne putzen. Die gemeinsame unsynchrone Aktivität von diesen verschiedenen Gehirnregionen ist essentiell für sehr viele coole Dinge, die unser Gehirn macht. Zum Beispiel Kreativität, Empathie oder auch Problemlösung. Dies sind richtig komplexe Vorgänge und deswegen ist es wichtig, dass sich verschiedene Gehirnregionen hier zusammenschließen und zusammenarbeiten, um diese komplexen Vorgänge für uns zu lösen. Denn schließlich soll auch Isaac Newton die Idee vom freien Fall bei einem Nickerchen unter einem Apfelbaum gekommen sein. Aber wenn unser Gehirn einfach immer denkt, wie ist es dann möglich, dass wir irgendwann mal endlich einschlafen? Das Erste, was beim Einschlafen passiert, ist, dass sich unsere Erinnerungsdatenbank aus dem Default-Mode-Netzwerk auskoppelt. Als Nächstes folgt die Region für Bewertungen, Aufmerksamkeit, Emotionen und so weiter und so weiter. Das heißt, das Grundzustandsnetzwerk zerfällt langsam in seine Einzelteile. Und irgendwann schlummern wir tief und fest. Eine furchtbar interessante Sache ist auch, dass dieser Zerfall des Netzwerks ganz kontrolliert und absichtlich herbeigeführt werden kann. Nämlich durch Mindfulness Meditation. Man geht davon aus, dass die Praktizierenden hierdurch es schaffen, die Region, die Dinge emotional bewertet, von dem Netzwerk abzukoppeln. Und deswegen können sie es schaffen, ihre Erlebnisse Revue passieren zu lassen, um sie ganz objektiv und ohne Emotionen nochmal neu zu bewerten. Und genau aus diesem Grund wird auch Mindfulness Meditation als zusätzliche Behandlung bei Depressionen verwendet. Denn wir wissen, dass bei Depressionen, manchen Arten von Schizophrenie und ADHS es dazu kommen kann, dass das Default-Mode-Network einfach übermäßig aktiv ist. Also nichts tun ist mega schwierig für unser Gehirn. Denn wenn wir, also unser Körper, nichts tut oder irgendetwas extrem Langweiliges, dann schalten sich verschiedene Regionen in unserem Gehirn zum Default-Mode-Network zusammen.
Das hilft uns dann, Ideen zu kombinieren, Pläne zu schmieden oder empathisch oder kreativ zu sein. Dies nennt sich reizunabhängiges Denken oder einfach Tagträumen. Wenn wir letztendlich einschlafen wollen und unserem Gehirn auch mal eine Pause gönnen müssen, dann muss sich das Default Mode Network entkoppeln und letztendlich schafft es unser Gehirn endlich auch zu schlafen. Hey, sehr cool, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Lasst mich doch wissen, was ihr davon gehalten habt. Und falls ihr eine wissenschaftliche Frage habt, die euch einfach unter den Fingern brennt, dann schreibt sie mir doch bitte. Und deswegen, bis bald!